Nach dem Spiel ist vor der Couch-Analyse, wie immer und wie gewohnt. Wir beenden die Hinrunde leider abschließend mit einer Niederlage heute gegen Union. Mein Fazit vorweg zum Spiel. Also, grundsätzlich finde ich, wenn man die 90 Minuten als Ganzes betrachtet, wäre heute eine Punkteteilung das gerechtere Ergebnis gewesen. Allerdings fehlte uns dafür heute ein Stück weit auch das Spielglück der vergangenen Wochen und einfach schlichtweg vorne auch ein Stück weit die Qualität in der Offensive. So viele Ausfälle können wir dann einfach schlichtweg nicht kompensieren und das hat man heute deutlich sehen können, ja. Die Spieldaten einmal, ihr seht die entsprechend hier eingeblendet, sind teilweise für uns, wie gesagt, wir waren dann entsprechend gerade in der zweiten Halbzeit bemüht, liefen da so ein bisschen dem 0-1 auch hinterher, ja, und hatten vielleicht hier und da ein paar mehr Anteile, aber wie gesagt, das Glück war heute nicht auf unserer Seite. Somit sind wir bei dem Spiel als solches, also wie gesagt, kurz und knapp auch wie gewohnt. Die erste Halbzeit für mich in Summe eine knappe, aber nicht unverdiente Führung für Union Berlin zur Pause. Denn es gab eigentlich relativ viel Mittelfeldgeplänkel in dieser ersten Halbzeit. Wenig zwingende Aktionen. Die Unioner sind mit der allerersten Aktion direkt in Führung gegangen. Das ist natürlich dann auch überragend technisch gemacht von Max Kruse. Das ist dann einfach auch Qualität, ja. Viel, viel mehr passierte allerdings eigentlich nicht so wirklich. Von uns im Prinzip gar nichts. Wir waren nach vorne hin zu hahn, zu ideenlos, zu ungenau auch einfach, ja. Die Partie hatte auch generell in der ersten Halbzeit relativ wenig Tempo. Union war auch ganz gut bemüht darum, das Tempo rauszunehmen, nicht mehr wie nötig zu machen, ja. In der zweiten Halbzeit dann wiederum kamen wir doch deutlich entschlossener aus der Kabine raus, hatten direkt durch Antwi Ajay auch eine gute Gelegenheit und haben grundsätzlich dann auch einfach mehr investiert in der zweiten Halbzeit, haben uns auch gute Chancen herausgespielt. Also ich denke dort an die Chance von Pantovic, ja, die er jetzt entsprechend übers Tor semmelt. Also gestern habe ich mir das Spiel der Bayern angeguckt, da knallt Müller so ein Ding ins Tor. Das sind dann ein bisschen die Unterschiede. Ich muss mir das natürlich jetzt auch nochmal im Nachgang angucken, wie schwer oder wie einfach das gewesen ist. Dann natürlich der Ball, der an die Innenlatte geht und dann eben rausspringt. Auch einfach unglücklich, halt Pech in diesem Moment dann entsprechend für uns. Ja, wie gesagt, also zweite Halbzeit deutlich besser. Aber wie bei meinem Fazit eingangs schon gesagt, heute fehlte einfach dann so ein bisschen das Spielglück und schlicht und ergreifend die Qualität im Offensivspiel. Das hat sich einfach bemerkbar gemacht. Wir können so viele Ausfälle, wie wir sie jetzt momentan haben, einfach nicht ersetzen. Ein, zwei Leute ja, aber ab drei, vier ist das einfach nicht mehr aufzufangen. Und mehr war im Prinzip so heute auch dann nicht drin, leider. Ja, das ist so meine Sicht zum Spiel. Wie habt ihr das Spiel gesehen? Was hat aus eurer Sicht entsprechend euch ja gefallen, nicht gefallen, wie auch immer? Schreibt es doch einfach mal unten. Kommen wir zu den Spielernoten. Die Spielernoten, die sitzen hier eingeblendet. Für mich heute grundsätzlich, wenn ich mal so auf einzelne Spieler gucke. Also die Defensive deutlich stabiler. Also wie gesagt, wir haben auch gar nicht so extrem viel zugelassen. Also Tyson Awoni muss man echt sagen, das ist ein Stürmer, das ist eine Bank. Aber im Großen und Ganzen hat Masovic den ganz gut aus dem Spiel genommen. Für mich auch eigentlich der Beste heute. Hat kaum ein Duell mal verloren, war permanent da, wenn man ihn brauchte. Also ist es mir zumindest vorgekommen. Auch dann Leitsch als Nebenmann mit einer soliden Partie. Riemann hatte eigentlich auch nicht wirklich viel zu halten heute. Einzige, was mich bei ihm so ein bisschen gestört hat, er hat so ein paar Abschläge viel zu schnell gespielt. Dadurch entstanden viel zu schnelle Ballverluste und unnötige teilweise. Ansonsten Patrick Osterhage mit einem Debüt, was in Ordnung ist, mal so fürs erste Spiel, aber nach vorne, wie gesagt, ging dann relativ wenig, oder ihr seht es gerade an meinen Noten generell, je weiter nach vorne es geht, desto schwächer wird es bei mir. Antwi Ajay fand ich vorne noch recht bemüht, er hat irgendwas versucht, hat mal noch ein paar Bälle festmachen können, aber in Summe hat das auch nicht gereicht und alle anderen sind dann doch deutlich abgefallen. Auch die, die dann reinkamen, haben auch keine Impulse mehr gebracht. Gamvula oder Novotny außer Wertung.
Polter völlig abgemeldet, der hat überhaupt nichts gesehen. Und Bockhorn bei mir jetzt noch, dem hätte ich jetzt auch so eine 3-5 hier noch gegeben, ist jetzt nicht aufgelistet, hatte auch noch ein paar Aktionen gehabt. Aber wie gesagt, in Summe war das dann einfach nicht genug. Ja, das sind meine Spielernoten. Wen habt ihr stärker, wen habt ihr schwächer gesehen? Wie seht ihr das? Wie gesagt, schreibt es einfach mal unten, wie gewohnt auch hier, und dann können wir diskutieren. Kommen wir zum Trainer. Der Trainer also hat entsprechend Patrick Osterhage in der ersten Elf gebracht. Ich hatte das in einem Forum im Vorfeld schon mal so ein bisschen reingeworfen, dass im Prinzip das eine Option durchaus wäre, ja, Osterhage mal jetzt zu probieren. Warum nicht? Wenn nicht jetzt, wann dann? Dann weiß man entsprechend, ob man, wie weit er schon ist und ob man ihn planen kann. Also, wie gesagt, ich hätte das durchaus auch so gemacht. Ansonsten, wenn man sich das Spiel jetzt mal anguckt, die taktischen Wechsel, ja, also auch hier hat Thomas Reis diesmal früher gewechselt, hat auch mal umgestellt, hat alles nach vorne geworfen, nochmal mehr Risiko gebracht. Es hat aber in Summe alles nichts genützt, weil schlicht und ergreifend mit dem zur Verfügung stehenden Kader einfach auch nicht mehr drin ist. Das muss man einfach mal so sagen. Deswegen für mich, wenn ich den Trainer heute jetzt so ein bisschen bewerte oder zumindest mal mir die Aktion anschaue, ja, viel, viel mehr hätte man da eigentlich nicht machen können aus den gegebenen Möglichkeiten. Ja, und deswegen für mich gibt es hier nicht weiter zu erzählen. Abschließend der Ausblick. Also, die Tabelle rückt nochmal ein bisschen enger zusammen. Unglücklicherweise haben die Bauern von der Alm gewonnen. Also geht es jetzt auch nach unten, wird es ein bisschen enger. Aber so wie ihr seht in der Tabelle, grundsätzlich so schrecklich viel ist gar nicht passiert. Wie gesagt, es ist nach wie vor eng. Wenn man den Punkteschnitt jetzt nehmen würde und auf 34 Spiele hochrechnet, kommen wir nach wie vor auf glatt 40 Punkte. Also, es ist nach wie vor alles im Soll, es ist nach wie vor alles gut. Ja, wir müssen uns jetzt hier entsprechend in der kurzen Pause einfach mal erholen. Dann hoffentlich kommt der ein oder andere Spieler zum Anfang des Monats wieder zurück. Gegebenenfalls wird nochmal nachgerüstet, noch ein, zwei weitere Spieler. Und dann gehen wir die Rückrunde eben entsprechend wieder neu an und genau. Schauen einfach mal entsprechend, wie gesagt, mit dem vorhandenen Spielermaterial momentan, mit dem Kader, in dem wir jetzt hier aufgetreten sind und auch unter der Woche in Bielefeld, ist meiner Meinung nach schlicht und ergreifend nicht mehr zu holen. Man sieht einen deutlichen Leistungsabfall zu Spielern wie Holtmann, zu Spielern wie auch Löwen, ja, der gerne kritisiert wird, aber da sieht man erstmal, was man an Spielern hat, wenn sie nicht spielen. Oder eben auch Blum, der selten da ist, Asano, ja. So. So viel dazu, Quatsch, schon wieder zu viel Unsinn. Ja, wie gesagt, schreibt unten eure Kommentare, wie ihr das Spiel so gesehen habt. Wir sehen uns dann vor aller Voraussicht nach erst wieder im neuen Jahr. Also für damit schon mal, ach Gott, guten Rutsch, frohe Weihnachten oder umgekehrt, und wir sehen uns dann aller Voraussicht nach zum Rückrundenstart gegen Wolfsburg wieder. Also bis dahin, schönes Wochenende euch noch, tschüss.